Als nächster am Wort Andreas Arthur Spannring von der FPÖ Niederösterreich. Mein Vorredner, der Herr Bundesrat Leitner, hat behauptet, dass die vorangegangene Sozialministerin gesagt hätte, man kann mit 150 Euro im Monat leben. Das ist natürlich nicht richtig, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Vielmehr hat sie gesagt, wenn man als Asylwerber eine Vollversorgung hat, sprich man hat ein Dach über dem Kopf, man kriegt Geld und fürs Essen, sprich man ist voll versorgt im Monat, dann reichen 150 Euro als Taschengeld im Monat aus. Und meine Damen und Herren, viele Menschen, die lange gearbeitet haben, hätten das gerne. So schaut's aus.